Und damit herzlich willkommen bei ARK. Wir sind unterwegs, alleine dieses Mal. Oh, diesmal hat er sogar noch nicht Matthias an. Und wir haben vieles vor. Natürlich an unserer Basis hier weiterbauen. An unserem kleinen Domizil, unserem Zuhause. Und wir gehen gemeinsam noch auf Froschjagd, denn... Ja, das letzte Mal im Together hatten wir leider das Pech und haben keinen gefunden. Und so habe ich mir gedacht, machen wir das in aller Ruhe nochmal alleine. Denn, ja, Frosch hat den Vorteil, Cementing Pace kann man mit dem gut fahren. Ich weiß gar nicht mehr, wie heißt denn das jetzt? Moment mal. Wie heißt denn das jetzt normal? Zement. Einfach Zement, genau. Kann man mit denen am besten fahren. Und ja, deswegen haben wir so ein bisschen was vor. Gebaut wird natürlich auch noch. Wir haben noch fleißig Material. Vom letzten Mal bin ich sehr stolz auf uns. Ganz ehrlich gesagt. Das heißt, wir können noch schön weiterbauen. Ich bin dafür, bauen wir erstmal. Bauen wir erstmal. Ich habe wieder nichts vorbereitet. Ich habe wieder einfach die Aufnahmetaste gesucht und gedrückt. Und ja, schon sind wir dabei. Ach ja, genau. Level Up haben wir auch gehabt. Und zwar aus dem Grunde, ich farme momentan für die Allgemeinheit. Was wollten wir skillen? Machen wir mal Herstellung. Einfach ohne Verstand und Sinn. Einfach skillen wir. Genau. Momentan bin ich täglich einmal bei ARK Online und gehe eine Runde Farm Holz. Auch für die anderen mit, denn ist ja nun mal fürs Together und nicht für Single. Ja, und warum das Ganze, das werdet ihr im Together noch sehen. Wie man sieht, ist noch nicht viel passiert bis jetzt. Deswegen stehen aber die Saurier hier ein bisschen komisch, denn ich schnapp mir immer die ganzen Trikes und die Mammuts, die drei, und bin mit denen dann immer los. So eine richtig kleine Herde ziehe ich hinter mir her. So. Ja, und das ist dabei auch abgefallen und deswegen eigentlich das Level Up. Oh. So, wie sieht's aus mit Fleisch? Ist, glaube ich, nichts mehr. Nein. Oha, wir können aber wieder nach oben bringen. Ja, auch das war ich das letzte Mal noch. Fleischfarm, genau. Daher auf jeden Fall die XP. Wir skillen aber immer zusammen. Deswegen hebe ich das auf und vergebe die Punkte nie alleine. Ohne euch, das kommt gar nicht in Frage. Wir kriegen nichts mehr rein. Nehmen wir die raus. Und nehmen die rein. Wir könnten auch... Ne, brauchen wir noch nicht. Ich wollte schon selber Fleisch mitnehmen, aber das wäre Quatsch. So, wir brauchen auf jeden Fall aber Fleisch für den Frosch. Den holen wir natürlich hierher. Wir schwingen uns mal auf dem T-Rex vom Alpha. Eigentlich lässt er den immer hier stehen. Jetzt müsste ich den immer ganz aus seiner Base holen. Und dann holen wir uns mal hier die Fische. Damit wir... Naja, das Tame mal schnell hinkriegen. Ja! Oh, was greift uns denn da an? Deswegen die Musik, das hatte ich ja noch nie. Auf jeden Fall, in dieser Session haben wir einiges vor. Habe ich mich eigentlich auch schon die ganze Zeit darüber gefreut, endlich wieder ARK aufnehmen zu können. Auch wenn ich momentan mich auf andere Spiele gestürzt habe, damit die endlich mal auch so langsam... Ja, dem Ende sich zuneigen und... Einfach auch mal
ein wenig mehr aufgenommen. Denn, ja, ein Let's Play wird irgendwann natürlich seinem Ende nahe kommen. Toll. Ja, das war ja auch wieder herrlich. Ach, Mann. Die Lecks sind immer wunderbar. Ja, jetzt hängt der fest. Komm mit. Das geht. Das ist super programmiert, das Game. Sobald wir absteigen und ihn anpfeifen, kann er sich befreien. Wir selbst können ihn nicht befreien. Ich weiß nicht, was das soll, aber... Okay, dem ist nun mal so. Wir können es nicht ändern. So, das bisschen Fleisch hier nehmen wir mit. Das schmeißen wir aber in den Trog, denn wir holen uns den Frosch hierher. Ich muss jetzt gleich mal schauen, ob wir... Nein. Ja, das ist alles angefallen vom... Fleischfarmen das letzte Mal. Deswegen sieht unser Inventar so aus. Ich kam gar nicht dazu, das zu lernen. Wollte ich eigentlich gemacht haben. Aber ich sage ja, ich versuche so wenig offscreen wie möglich. Momentan ein wenig. Aber auch nur fürs Together. Und eben halt Dinos versorgen. Das muss leider auch geschehen. Momentan mache ich das. Ich glaube alleine sogar komplett. Zumindest was die Togethers betreffen. Ich glaube für den Rest... Oh, das hier können wir mal rausnehmen. Um den Rest selber kümmern sich alle selbst drum. Also sprich, der Alpha um seine, der Dark Rail um seine. Schmeißen wir auch erstmal alles hier rein. So, die können da noch mit rein. Okay. So, haben wir eigentlich noch eine Axt? Das wäre mal ganz nice. Haben wir. Ich glaube, wir haben sogar noch... Ja, weiß ich gar nicht. Muss ich mal schauen, bevor ich jetzt hier den Mund zu voll nehme. Hiervon brauchen wir nichts. Hier hätten wir wieder eine Armbrust. Ich wüsste aber auch nicht, weswegen. Haben wir... Genau, hier haben wir die noch. Die nehmen wir jetzt natürlich nicht mit. Wir nehmen unsere Darts mit. Ach, hier haben wir auch noch Narkotik. Hier haben wir die. So, noch irgendwas? Nee, genau. Warum? Achso, das Chitin ist zum Beispiel hier jetzt. Das können wir dann mal zusammenwerfen. Genau, warum da die Prints, Blueprints momentan drin sind. Hier kommt, weil ich ein wenig aussortiert hatte. Denn wir haben so viele doppelt gehabt. Es war... Der Wahnsinn wieder. War auch nicht spannend, keine Sorge. Das war nur ein Hin- und Hergelaufe. Doch, ein, zwei haben wir selber aus der Tauschbörse. Ach du Schande. Warum bist du denn so voll? Ach genau, ich habe das zwischengelagert, weil die Tröge voll waren. Noch mehr Damage. Das war das. Ja gut, schauen wir mal. Ein bisschen was kriegen wir wohl wieder hier rein. Mit aufgefüllt. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ja. Haben wir ein wenig viel gefarmt, nämlich. Und dabei ist so viel an Bären angefallen, dass ich die hier zwischenlagern musste mittlerweile. Entschuldigt. Einmal kurz aufgeschrieben. Ja, damit ich das in der Nachbearbeitung entfernen kann und mein Gehuste euch nicht auf den Senkel geht. So. Haben wir leer. Dann wollen wir doch mal los. Uns einen Frosch holen.
Wenn wir denn einen vernünftigen... Ach, siehst du mal, jetzt haben wir Bären mit. Macht nichts, dann können wir die selber verspeisen. Packen wir die mal hier mit rein. Und weil es so schön war, packen wir auch das da mit rein. So, jetzt können wir dann in den Sumpf. So, wir können aber hier gleichzeitig mal ein wenig lang fliegen, damit wir mal ein bisschen abchecken, was so gespawnt ist. Denn hier ist ja nun mal die Fressmeile. Wenn wir mit dem T-Rex unterwegs sind, dann renne ich immer den Strand hier hoch. Dann den Fluss noch ewig lange runter. Mach dann irgendwann eine Kehre, weil wir da hinten mal einen Giga hatten. Und flieg dann den an. Flieg dann, genau. Und lauf dann den anderen Strand. Dem hier, wo wir gerade drauf zusteuern, auch nochmal ein wenig hinunter. Deswegen halte ich dann immer so ein bisschen Ausschau, was nachgespawnt ist. Vorhin hatten wir das, hatte ich das zum Beispiel, da war ich ganz kurz im Spiel, um zu gucken, ob wer online ist. Und weil ich nochmal was wegen Sampen jetzt geguckt hatte. Naja, und was hatten wir in der Base? Ja, ein Krokodil und ein Raptor. Super. So, da oben ist ein Argentavis. Unser ist ziemlich stark, hoffe ich doch. Um damit keine Probleme zu haben. Ja, Nessie. Nessie, muss ich noch erwähnen, ist zu uns gestoßen. Dank dem Darkrael. Denn der hat sich komplett der Zucht von den Sauriern und Flugviechern und was weiß ich nicht verschrieben. Habe ich schon gesagt, irgendwann werde ich mir das mal von ihm alles erklären lassen und auch mal in die Richtung gehen. Ja, und den hat er übergehabt. Den hat er uns einfach geschenkt. Wir haben nicht Nein gesagt, denn ansonsten hätte er ihn freigelassen in die Wildbahn und hätte ihn ja, sterben lassen oder was weiß ich nicht. Denn er versucht sich nur die Perfekten zu züchten. Kann man auch verstehen, ist viel Arbeit. Ja, und der hier war eben halt nicht ganz so perfekt und deswegen haben wir den jetzt. Irgendwie haut das heute mit der Fluganimation nicht ganz hin. Irgendwas stört mich hier. Na gut. Werde ich nachher mal vielleicht in der Pause nachschauen oder in der nächsten Session mal sehen. Wie lange ich denn heute aufnehme. Ja, wie man hört, ich kränke mal wieder etwas. Deswegen verzeiht mir, wenn ich mich wieder so durch die Nase reden anhöre. Ich hoffe, die kalte Jahreszeit ist endlich bald vorbei. So, jetzt sind wir gleich im Sumpf angekommen. Und vielleicht finden wir ja was Vernünftiges. So, das Pferd da vorne. Oh, die drei müssen wir... Die vier müssen wir mitnehmen. Warum? Weil die mega viel Fleisch abgeben. Ist es leider so. Ich habe nur keine Ahnung, wie Nessie sich verhält im Kampf. Ich habe mit ihr noch nicht großartig gekämpft. Ich weiß nicht, wie viel sie einsteckt, wie viel sie austeilt. Vor allen Dingen, wenn der Server laggt, ist das bombig.
Na, jetzt komm hier. Ah, die buffen sich, das ist das Blöde. Ah, ein bisschen können wir noch. Ich hoffe, irgendwann gibt jetzt endlich mal einer von denen auf. Der geht schon in Fluchtmodus. Problem ist, wir müssen abdrehen, nicht dass uns... ...die anderen angreifen. Sich auch noch mit einmischen. Oh Gott! Ah, der mischt sich gerade mit ein. Ist erstmal egal, wir müssen erstmal auf den hier. Aua! So, jetzt hauen wir erstmal ab. Nessie hat gut was einstecken müssen. Ja, die hauen sich da. Sollen die erstmal machen? Wir ziehen erstmal weiter. Das ist das Beste, was wir machen können. Ich sag ja, mit Nessie haben wir... Ach, die Musik auch immer von Ark ist so laut. Wenn wir im Kampf sind. Genau, mit Nessie haben wir eben halt noch nicht so oft gekämpft. Achso, das sind nur Steine. So, Frösche finden. Angesagt. Gar nicht ist so einfach. Vor allen Dingen, es wird auch schon wieder dunkel. Schlange. Oh, die ganzen Kleinen wieder. Dass die uns so hinterher geflogen kamen. Ja gut, wir hauen ab. Das hat keinen Sinn. Irgendwann lassen die auch von uns ab. Wir sollten schneller als die auch sein. Oh Gott. Die sind aber auch hartnäckig. Immer noch. Das Problem ist eben halt, die kleinen Scheißer buffen sich. Gegenseitig. Und dadurch sind die nicht so einfach zu töten. Das ist der Wahnsinn, ne? Wollen die uns über die ganze Insel folgen oder was? Ja, dann müssen wir in den Kampf. Das hat ja keinen Sinn. Das sind auch 4 Stück. Ah, ich hasse es. So, das Problem ist, wir haben auch gleich keine Ausdauer mehr. Ja, es geht wieder los. Nee, komm, das... Sowas hasse ich wie die Pest. Ich habe jetzt auch keine normale Munition mehr. Das heißt, wir können die nicht vom Himmel schießen. Oh Mann, ein miserables Game. Manchmal. Wo sind wir denn? Wir sind noch hier irgendwo gestorben. Ja, klasse. Ah. Ja, Leute, das nennt sich Ark. Dieses wunderschöne Spiel. In welchem Bett sind wir denn aufgewacht?